ich gefunden habe. Das, wofür ihr lebt. Ich habe Karl erst vor wenigen Minuten reingehen sehen. Und bisher sind keine Templer in Sicht. Seid ihr bereit? Ich habe hier draußen nichts Verdächtiges gesehen. Beeilen wir uns. In Ordnung. Ich übernehme das Reden. Ihr haltet die Augen nach Templern offen. Wenn wir Karl finden, solltet ihr mich mit ihm reden lassen. Anders, ich kenne euch zu gut. Ich wusste, dass ihr niemals aufgeben würdet. Was ist mit euch? Warum redet ihr wie ein... Ich war zu aufmüpfig, genau wie ihr. Die Templer erfuhren davon. Sie statuieren ein Exempel an mir. Nein. Wie sollten Magier sich sonst selbst kontrollieren? Eines Tages werdet ihr verstehen, Anders. Sobald die Templer euch lehren, euch selbst zu kontrollieren. Das ist der Abtrünnige. Nein! Ihr werdet nie wieder einem Magier antun, was ihr ihm angetan habt. Anders, was habt ihr getan? Es ist, als hättet ihr ein Stück des Nichts in diese Welt gebracht. Ich hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt. Ich dachte, die Besänftigten wären für immer vom Nichts abgeschnitten. Als Besänftigter denkt man nicht mehr an das Leben davor. Aber es ist, als wäre das Nichts höchst selbst in Anders. Es brennt wie die Sonne. Bitte tötet mich, bevor ich wieder alles vergesse. Ich weiß nicht, wie ihr es zurückgebracht habt, aber es schwindet bereits wieder. Karl, nein! Vielleicht finden wir ein Heilmittel. Kann man eine Enthauptung heilen? Die Träume besänftigter Magier sind abgetrennt. Es ist nichts übrig, das man heilen könnte. Lieber als Magier sterben, denn als Marionette der Templer leben. Ich würde lieber sterben, als ein Besänftigter zu werden. Helft ihm! Ich bin zu spät gekommen. Es tut mir leid, Karl. Es tut mir so leid. Jetzt! Es schwindet! Warum seht ihr mich so an? Lebt wohl. Wir sollten gehen, bevor noch mehr Templer kommen. Lasst mich raten. Ihr gesteht mir jetzt, dass ihr eine Abscheulichkeit seid? Ihr irrt euch, aber nicht sehr.
Das ist schwer zu erklären. Ich habe in Amaranthine einen Geist der Gerechtigkeit getroffen, der außerhalb des Nichts gefangen war. Wir wurden Freunde, und er hat erkannt, welche Ungerechtigkeit den Magiern in Thedas tagtäglich angetan wird. Und das ist anders als bei einem Dämon? So wie Dämonen sich an den Todsünden der Menschheit laben, gibt es auch gute Geister, die unsere Tugenden verkörpern. Geister des Mitgefühls, der Tapferkeit, der Gerechtigkeit. Sie sind die ersten Kinder des Erbauers, und sie haben uns schon fast aufgegeben. Dieser Geist scheint ein nützlicher Freund zu sein. Er hat mich weitaus besser behandelt als ich ihn. Um außerhalb des Nichts zu leben, brauchte er einen Wirtskörper. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten. Wir wollten zusammenarbeiten und Gerechtigkeit zu jedem Kinde bringen, das je seiner Mutter entrissen und in den Zirkel geschickt wurde. Aber ich hatte wohl zu viel Zorn. Sobald er in mir war, da veränderte er sich. Und jetzt lebt dieser Geist der Gerechtigkeit also in eurem Kopf? So ist es nicht. Er ist jetzt fort. Er ist ein Teil von mir. Wir können zwar nicht... Es ist kein Gespräch. Ich spüre seine Gedanken, als wären es meine eigenen. Nicht einmal der größte Gelehrte könnte euch sagen, wo ich ende und er anfängt. Von meinem Standpunkt aus betrachtet sah das nicht nach einem fröhlichen, wohlmeinenden Geist aus. Seit wann ist Gerechtigkeit fröhlich? Gerechtigkeit ist rechtschaffen. Sie ist unverrückbar. Aber natürlich. Aus guten Absichten entwickelt sich ja nie etwas Schlechtes. Selbst wenn dabei Magie im Spiel ist. Normalerweise würde ich jetzt darüber mit euch diskutieren. Ich wollte Gerechtigkeit nur etwas Gutes tun. Das wollte ich wirklich. Aber mein Zorn, wenn ich jetzt Templer sehe oder andere Dinge, die mich immer wütend gemacht haben, gegen die ich aber nichts tun konnte. Er kommt heraus. Und dann ist er nicht mehr mein Freund Gerechtigkeit. Er ist ein Instrument der Rache und er kennt keine Gnade. Das erklärt also eure imposante, malträtierte Erscheinung. Vielleicht sollte ich öfter in den Spiegel schauen. Ich hätte nie gedacht, je eine Frau zu treffen, die über das hinwegsehen kann, was ich soeben erzählt habe. Meine Karten gehören euch. Und ich auch, falls ihr meine Anwesenheit bei eurer Expedition wünscht. Ich dachte, ich hätte mit den Grauen Wächtern abgeschlossen. Aber wenn ihr meine Dienste braucht, findet ihr mich hier. Nachts versucht immer irgendjemand, die Kontrolle zu übernehmen. Und es gibt auch immer jemanden, der für die Beseitigung solcher Kerle bezahlt.